Ich stehe hier in der Nähe von Trun am Vorderrhein und manchmal begegnen einem Uranvererzungen an den unglaublichsten Stellen. Zum Beispiel hier in dieser kleinen Alphütte unweit der Rätischen Bahn würde man zu allerletzt eine hochradioaktive Stelle vermuten. Und zwar gerade unterhalb des Fundaments, was für dieses Gebäude angelegt wurde aus Schotter, findet sich ein massiver Fels, der wirklich ziemlich stark strahlt. Ich vermute einfach, dass er viel Pechblende enthält, weil es ist alles sehr dunkel gefärbt. Ich gehe mal mit dem Geigerzähler hier näher ran. Man sieht schon, noch einen halben Meter entfernt hier. Ein Areal von etwa einem Viertel Quadratmeter weist doch schon recht hohe Impulszahlen auf. Weiter oben dort am Hang im Schutt habe ich ebenfalls noch eine kleine Anomalie gefunden. Und dort einen Stein freigelegt, der einzige, der in diesem überwachsenen Schuttfeld zu finden war, der ebenfalls strahlt. Das ist dieses Gestein. Ich kann es nicht gerade auf der Stelle irgendwie definieren, was es ist. Auch Impulse bis 300 Impulse pro Minute. Also schon recht ordentlich. Das ist ein glimmerartiges Gestein, ein Gneis. So von blaugrüner Farbe, silbrig glänzend. Das ist schwierig zu sagen. Es muss irgendein ein Gneisgestein sein mit einem ziemlichen Kupferanteil und halt auch fein verteilter Pechblende. So auf den ersten Blick sind keine wirklichen Pechblende-Linsen zu sehen. Es muss einfach recht fein verteilt im Gestein selbst sein. Ja, es ist wirklich ganz erstaunlich. Ich befinde mich jetzt 150 Höhenmeter oberhalb von Trun im Vorderrheintal und habe nach der radioaktiven Stelle im Fundament der Hütte unten am Rhein eine weitere Anomalie gefunden in einem Schuttfeld hier auf dieser Alpweide. Das ist da vorne. Es muss hier irgendwo eine Ader in Süd-Nord-Richtung geben. Das ist eben so auf dieser Achse. Sehr viel verschiedenartige Gneis- und Schieferformen hier. Man sieht das jetzt, wenn ich mit dem Geigerzähler hier rangehe. Jetzt mal ein wenig gegraben.
und habe herausgefunden, dass diese Anomalie eigentlich nur dieser kleine Stein hier ist, der doch schon einige Millirem aufweist. Ja, das ist schon gewaltig. Das geht weit über 500 Impulse pro Minute hinaus. Ich verändere jetzt mal die Skala hier. Fällt gerade alles zusammen. Mal schauen. Ja, das sind 2500 Impulse pro Minute. Das ist also schon gewaltig. Das dürfte mehr als 2 Milliröntgen sein. Moment mal. Mal auf die reine Gamma-Messung umschalten hier. Das ist jetzt eine reine Gamma-Strahlungsmessung. Ja, das sind etwa 2,1, 2,2 Milliröntgen pro Stunde. Nur für diesen kleinen Stein hier. Das ist eine, ja, das ist auch wieder dieser Gneis. Jetzt schon stärker verwittert. Interessant. Ich werde das jetzt mal noch ein bisschen hier abgrasen. Hochinteressant. Aber die Hauptquelle habe ich bisher noch nicht gefunden. Es muss irgendwo eine haupterzführende Ader geben hier. Wahrscheinlich in der Tiefe weiter oben. Ich werde dieses Gelände also noch weiter sondieren. Die stärkste Anomalie in diesem Schuttfeld habe ich am oberen nördlichen Rand entdeckt. Und das dürfte schon fast reine Pechblende sein. Das ist gerade hier beim Baum. Man sieht, der Geigerzähler ist jetzt auf eine höhere Skala eingestellt. Das geht bis 15.000 Impulse pro Minute. Das ist schon gewaltig. Ich schalte mal die Skala hier gerade um. Eine reine Gammastrahlenmessung. Geht gerade auf 20 Millirem oder Milliröntgen pro Stunde. Das ist gewaltig. Das ist jetzt kein Stein für eine Zimmersammlung. Der ist einfach zu stark radioaktiv. Was man nicht so alles findet, wenn man mit dem Geigerzähler unterwegs ist.